haben so lange kein Intro gemacht. Herzlich willkommen zum Filmdialog. Das ist Marius Meyer, ich bin Lars Moschmeyer. Und heute besprechen wir keinen Film, sondern ein anderes Thema, nämlich wann ist Kritik berechtigt? Berechtigte Kritik? Wann sollte man kritisieren? Was ist generell Filmkritik überhaupt? Wir hatten zwar schon mal so ein ähnliches Video über Filmkritiker, die Person, ja. Aber generell vielleicht mal Kritik an der Kritik oder wie kritisiert man einen Film? Wann ist es angebracht und wann nicht? Marius. Ja, was ist denn Kritik? Also, beginnen wir erstmal damit. Sie ist gerade nicht gegen die Person des anderen gerichtet, sondern dient als Unterstützung, sagt die Bildungsbibel zur Kritik. Oder Anne Barb Herdkorn, das ist das auf Wikipedia, das wollte ich aber extra nehmen, weil das wirklich das ist, was oben im deutschen Wikipedia-Eintrag steht. Eine Grundfunktion der denkenden Vernunft und wird, sofern sie auf das eigene Denken angewandt wird, ein Wesensmerkmal der auf Gültigkeit Anspruch erhebenden Urteilsbildung. Heißt also, wenn ich mir ein Urteil bilde, kann ich an bestimmten sozialen, aber auch einfach technischen Sachen Kritik üben. Sagen, es geht so besser, man kann es anders machen, ich finde das nicht gut. Und da muss man sagen, okay, wo kommt es denn her? Es kommt aus dem Griechischen, vom Kritein. Man kennt heute noch den Kritein, weil unterscheiden, auswählen, deuten, beurteilen. Dafür steht das Wort. Mhm. Ein Kritein sagt man auch oft zu jemandem, der etwas nicht unterscheiden kann, der etwas nicht beurteilen kann, der einfach etwas manchmal auch Hochgeistiges nicht versteht. Mhm. Und Kritiktechne, die Kunst der Beurteilung. Und ja, das ist nämlich so, wenn man sich anguckt, gerade die deutsche Filmkritik, ist etwas, was es schon natürlich lange gibt. Aber es gab halt anfangs noch gar keine hauptberuflichen Filmkritiker und auch weniger Einzelbesprechungen von Filmen, sondern meist Grundsatztechnik über das neue Medium. Und da ging es ja wirklich darum, okay, was ist das Faszinierende? Also das ist wirklich jetzt etwas, wo wir von sozusagen 1859 bis 1905 sprechen in der Zeit des frühen Films. Und in dieser Zeit war es halt sehr verständlich, dass man dieses Faszinosum, was ist denn ein Film, überhaupt erstmal bespricht, aber sich natürlich nicht ideologiekritisch mit Film auseinandersetzt. Wie denn auch, Adorno hat es deutlich später geschrieben. Aber das war erstmal der Anfang der Filmkritik. Und das ist ja erstmal was, das haben wir auch erlebt. Nämlich als 3D-Kino wieder bei uns aufkam. Wie alle 20 Jahre. Genau. Das war nämlich ein Moment, was haben da Leute kritisiert? Das 3D war gut. Da gab es Kritiken, wo Leute sagten, das 3D war schlecht. Schön für euch. Genau. Aber man musste es ja besprechen. Und du sagst, wir kamen eigentlich auf das Thema, weil Lennart sagte, was ist denn keine Kritik am Film? Oder wo ziehen wir persönlich die Grenze? Und da hat er nämlich Videos genommen wie CinemaSins. Falls das keiner kennt, das ist ein YouTube-Kanal, der minutiös alle Schnittfehler, Filmfehler, Inhaltsfehler eines Films beleuchtet und halt mit so einem Sins-Counter bezeichnet. Quasi jedes einzelne Stück, was irgendwo irgendwie blöd sein könnte. Oder ein Winter. Fehler. Oder ein, genau, sogenannter Fehler. Genau. Und da sind dann Logikfehler drunter gefasst. Sowas wie, es ist aber unlogisch, dass Menschen fliegen können. Das ist wie Schnittfehler. Schnittfehler, Technikfehler. Das ist ja noch ein großer Unterschied, weil das eine ist ja handlungsimmanent, also einfach in einem Produkt drin, während das andere ja heraussticht. Also du musst ja irgendwie aufhören, daran zu glauben, dass Leute nicht fliegen können. Ich meine, das war der Auftrag vom Superman-Film, nicht glauben zu lassen, dass jemand fliegen kann, wo du es besser weißt. Und diese Kritik sagt dann ganz klar, das ist aber ein Logikfehler oder das ist ein Technikfehler. Und jetzt muss man sich überlegen, es gibt Filme, die kann man für ihre technischen Fehler zum Beispiel kritisieren. Pink Flamingo von John Waters. Ist ein Film, der handwerklich nicht gut gemacht ist. Dahingehend könnte man ihn natürlich kritisieren und sagen, der ist nicht gut. Aber er hat eine riesen Kultfangemeinde, er ist super beliebt. Es gibt ja Filme, die darüber auch leben. Andere Sachen, wie zum Beispiel David Lynchs Eraserhead.
storytechnisch, also vom reinen Aufbau der Story, nicht gut. Das ist ja keine gut verständliche und sauber geschriebene Dreieckstruktur, wo ich sage, aha, das ist mein Held, der macht das, er hat ein Problem, er besiegt den Bösewicht, Ende der Geschichte. Das macht es dann aus, eigentlich, genau, schlussendlich. Deswegen ist es ja eigentlich, wo wir auf einen darauf hinaus wollen, blödsinnig gerade, Sinnmastens ist etwas, wo ich sage, wen interessiert es? Genau. So richtig weit, ja, schön für dich. Schön für dich, dass du da die schon lange mit beschäftigt hast, um ganz viele aufzupacken. Deswegen gibt es ja auch Cinema Wins, was drin aus Screen Shooter ist, einfach zu sagen, was eigentlich cool ist an einem Film. Weil wenn man grundsätzlich alles nur kritisiert, ist das auch nicht so gut. Und es gibt natürlich auch andere Formen der Kritik. Wir leben in einem Land, wo vor gar nicht so langer Zeit ein ziemlich bekanntes Schmähgericht gegen den... gegen eine Staatsperson. Gegen eine Staatsperson. Ihr wisst, was ihr meint, aber geäußert wurde. Und das ist ein Schmähgedicht. Es gibt aber auch eine Schmähkritik. Ich kann sagen, Transformers ist nicht gut, weil Michael Bay ein Hurensohn ist. Und das dürfen wir hier so sagen, tatsächlich. Genau. Da ist natürlich das Ding bei, eine Schmähkritik ist ja eigentlich nicht gut. Du kannst zum Beispiel sagen, ich gucke die Jeepers Creepers Filme nicht mehr, weil der Regisseur von Jeepers Creepers ein Pädophiler ist. Mhm. Literarisch. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die geäußert werden kann. Eine Schmähkritik beschäftigt sich natürlich nicht mit dem Werk. Sie beleidigt und diffamiert Personen. Wir diffamieren am laufenden Band einen Boxer. Das zum Beispiel ist eine Form von Schmähkritik, die wir äußern, um unsere komplette Ablehnung dieser Menschen offenzustellen. Ist natürlich eine Sache, wenn ich volksverhetzend agieren würde, zum Beispiel in der Kritik, ist das was ganz anderes. Aber solange ich mich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewege und dadurch meinen Frust über bestimmte gesellschaftliche oder kulturelle Bewegungen ausdrücke, ist das natürlich provokant, definitiv. Aber eigentlich fast auch schon ein Meme. Genau, aber es ist ja auch gesellschaftlich gewollt, sich provokant zu äußern. Deswegen existieren so viele Menschen wie KuchenTV, schlägt seine Frau, die zum Beispiel sich dann provokant über Sachen äußert. Weil je provokanter und umso mehr schlimmer, desto cooler ist es ja. Genau. Wissen wir ja auch bei Memes. Aber das zum Beispiel ist ja bei uns, es gibt ja genug Leute, die Rants hochladen zu Filmen. Machen wir auch ab und zu. Genau. I hate Star Wars 8 because bla bla. Aber wir nennen es Star Wars. Genau. Kritik und Review. Star Wars 9, Aufstieg des Skywalkers. Mhm. Und vergessen, gute Kritik. Nee, aber genau das. Die Kritik ist ja auch was, eine ideale Kritik. Wie würde das aussehen? Eine berechtigte Kritik. Genau. Mhm. Und es gibt natürlich auch Kritiken, die aus Teilen bestehen. Es gibt zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt, der Filme dahingehend untersucht, ob sie ideologische Inhalte haben. Es gibt Leute, die Filme dahingehend untersuchen, wie Robert Hofmann und Behind, ob sie Spaß machen. Ob sie, natürlich geht es auch darum, ob du aus der Sicht einer Zielgruppe sprichst oder ob du aus der Sicht eines Kritikers sprichst. Weil zum Beispiel am Anfang der Kinozeit, die ersten Kinofachzeitschriften waren die Internationale Kinematographenzeitung ab 1906, der Kinematograph ab 1907 und die Lichtbildbühne ab 1908. Sie wurden ins Leben gerufen, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Branchen zu verbessern und Informationen zu technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen anzubieten. Aus dieser Zielsetzung ergab sich allerdings nur eine sehr schmale Fachleserschaft, wodurch die Diskussion über das Kino teilweise am Großteil des Publikums vorbeigeführt wurde. Und das ist auch so ein Aspekt, den ich auch nochmal nennen würde. Viele Kritiken besprechen Filme und loben Filme, genauso wie es viele große Filmfestivals gibt, die großen Filme, die großen Neuerscheinungen besprechen, die aber beim Gros der Leute gar nicht ankommen. Mhm. Dann kommt Netflix Day Shift raus mit Jamie Lee Foxx. Genau, mit Jamie Foxx und Snoop Dogg und der ist da auf Platz 2. Na, rat mal, ob das ein guter Film ist. Nein, das hat nicht jetzt gedacht. Aber da siehst du, dass trotz mittelmäßiger, beschlechter Kritiken die Leute resistent gegen das, was die Presse sozusagen sagt, sich mit dem Werk beschäftigen. Das ist natürlich die Frage, wenn du so die Leute nicht erreichst, ist dann vielleicht so ein Weg wie Cinema Sins besser, dass du den Leuten minutiös aufzeigst. Das ist aber schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ist ja auch eine Option. Und da wollte ich auch mal unsere Kritik selbst, die wir seit
seit über 300 Folgen immer wieder äußert. Womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns uns mit gesellschaftlichen Themen in dem Film, was wir thematisieren. Wir beschäftigen uns, soweit wir es können. Es kam vor einiger Zeit das Video, wir sind keine Experten. Mhm. Genau das ist nämlich der Aspekt, wir sind keine Experten. Und das macht es aus. Wir können nicht alle technischen Aspekte eines Films genau bewerten. Wenn wir sagen, uns gefiel der Schnitt nicht, schreibt uns wahrscheinlich der Pizza Scharnelack Ultra, Grußbruder, an der Stelle unter. Das ist aber kompletter Blödsinn. Eigentlich ist das so und so technisch gesehen. Und wir sitzen da und sagen, oh, wir fanden das technisch komisch. Das ist die Sache. Man muss immer gucken, unsere Kritik ist immer sehr subjektiv, meistens relativ flach, weil die Themen nicht tief genug aufbereiten, kommt auf die Kritik an. Meistens ohne große Recherche, schnell produziert und provokant und laut. Unsere Bullet Train Review oder die Halloween Review. Wir wollen Leute einfach ja auch ein bisschen ärgern mit unseren Kritiken. Ja, klar. Weil wir im Internet sind und uns denken, oh, vielleicht sitzt da irgend so ein Mark vor seinem Computer und sagt, sind die doof. Und dann hätten wir schon alles erreicht, was wir wollen. Genau, aber dann zum Beispiel gibt es natürlich die Kritiken, die in einer Zeitung erscheinen. Mhm. Zeitungskritiken sind oftmals darauf ausgelegt, auf einer Seite den Film zu besprechen oder auch zu verreißen. Das ist ja was Roger Ebert als Beispiel. Mhm. Die kritisieren einen Film, besprechen bestimmte Aspekte. Wir nehmen uns meistens das ganze Werk, verheddern uns deswegen in Aspekten und vergessen die Hälfte. Und vergessen die Hälfte, genau. Während halt zum Beispiel Zeitungskritiken manchmal darauf ausgelegt sind, partiell bestimmte Aspekte des Films, der Ideologie, des Schauspiels, was auch immer, genau zu beleuchten und damit die Kritik aufzubauen. Was natürlich den Nachteil hat, man lässt Teile liegen. So eine CinemaSins-Kritik, exakt in Anführungszeichen, schafft das ja gar nicht. Nö. Nö, die zeigen, ja, das war schlecht, das war schlecht. Ja, der Film kann aber auch Kill Bill sein. Ja, okay, dann ist das unlogisch, dass ich jemand mit einem Schlag den Arm abpacke. Geschenkt. Aber ich habe ein visuell opulentes Meisterwerk. Das ist so ein bisschen die Sache, dass man immer gucken muss, was mit Kritik genau gemeint ist. Ja, Kritik. Wo endet denn Kritik für dich? Kritik, sie endet. Was heißt das denn wohl? Also eine Kritik, erstmal endet eine Kritik, wenn das Video vorbei ist. Genau, wenn das Video vorbei ist, wenn der Beitrag vorbei ist, dann ist das Kritisieren vorbei. Aber du hast ja nicht alle Aspekte besprochen. Du könntest in Citizen Kane jede einzelne Kameraposition, jeden geäußerten Satz, jeden Musikeinsatz, jedes Blatt, was vorbei geht, theoretisch besprechen. Mhm. Guckt euch unsere Marvel-Rezension zu Infinity War an. 2 Stunden. Und nichts ist passiert. Genau. Wir haben jeden einzelnen Punkt, der uns auffiel, besprochen. Und viele meinen, das ist ein witziges Video. Die meinen, genau, das ist ja gar nicht ernst, wenn sie 2 Stunden über Marvel sprechen. Was ja, sie auch recht haben. Genau, was ja inhärent schon irgendwie blöd ist. Sich aber das würde man halt so ausgiebig machen, wenn es ja stundenlange Videos und man käme nicht drum herum, Sachen aus dem Film zu zeigen. Genau, also irgendwann macht es ja keinen Sinn mehr zu sprechen, wenn man es nicht zeigen kann. Zum Beispiel, es gibt einen YouTuber, Mauler, der macht genaue Kritiken über Star Wars und dann geht halt ein Video mal 6 Stunden. Das können sich Leute anschauen, tun sie ja. Genau. Und das ist bestimmt auch sehr interessant, wenn man so ausgiebig mal alles hat einfach und dann einfach sagen kann, das ist jetzt alles, mehr kann man nicht dazu sagen. Und deswegen. Das passt in unserem Format nicht so ganz. Nee. Deswegen endet eine Kritik eigentlich irgendwann, wenn wir uns verheddert haben. Genau, quasi. Und wir plädieren halt immer dafür, wir besprechen irgendwas, ob es gut oder schlecht ist, guckt es euch an. Irgendwann werden wir über der Kirgise sprechen vielleicht. Oder über, weiß ich auch nicht, die ganzen Hitler-Filme von Söderberg. Eventuell. Oder Jackie Chan, Meister aller Klassen 2. Das könnte sein. Das sind halt alles Filme, wo man sagen kann, muss man die kritisieren? Das ist auch eine Frage. Muss man etwas kritisieren? Was sagt ihr denn dazu? Das ist ein guter Aspekt. Noch, da werden wir ein neues Video zu machen. Muss man was kritisieren? Kommt. Oder muss man eine Kritik zu, oder ein Video, sagen wir mal auch, müssen wir zu jedem Film ein Video machen? Genau, ist es überhaupt relevant? Dazu könnt ihr uns schon mal Sachen da unterschreiben. Mit dem Video warten wir, bis das fertig ist, bis ihr auch was dazu geschrieben habt. Und dann machen wir Teil 2. Und dann machen wir sozusagen Teil 2, muss man den kritisieren. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ich hasse Unboxer.